Ja, moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem literarischen Special und gleichzeitig einem Ausflug in die Steinzeit. Ich stehe hier nämlich in Keitum am Watt und hinter mir seht ihr ein Megalithgrab. Ich stehe hier am Haahoog. Der Haahoog ist ein Riesenbett aus dem Neolithikum, wie es hier auf der Tafel heißt. Und in der Tat ist das gar nicht so selten, wie man vermuten könnte hier auf Sylt. Ne? Ihr denkt wahrscheinlich erstmal an etwas anderes und nicht unbedingt an Grabhügel und Steinzeitgräber, wenn ihr Sylt hört. Doch in der Tat sind allein auf Sylt rund 530 Grabhügel aus der Bronze- und Wikingerzeit bekannt und dazu noch 50 Megalithgräber aus dem Neolithikum, also der Jungsteinzeit. Woher ich das weiß? Nun, ich habe sie nicht alle nachgezählt, nein, sondern eine sehr informative Broschüre zur Ur- und ja, Frühgeschichte der Insel ist erhältlich, herausgegeben von der Söllring-Forening und unter anderem im Sylt-Museum erhältlich. Da ist auch eine Landkarte abgedruckt. Tada, die Hünenkultur, so wird die Tour genannt oder die Touren. Man kann sich also auf Entdeckungsreise über die Insel begeben und ein bisschen ja, Steinzeit schnuppern. Etwas Literarisches habe ich euch natürlich auch mitgebracht. Nein, kein Gedicht aus der Steinzeit, wohl aber aus den Anfängen der deutschsprachigen Literatur. Wenn wir zurückgehen ins Althochdeutsche, kommen wir heraus beim Wessobrunner Gebet. Das ist eingegangen in die Literaturgeschichte als der erste Text, der erste literarische Text und damit die Wiege der deutschsprachigen Literatur. Und sie beginnt mit der Schöpfung. Ich lese euch deshalb gerne die erste Strophe des Wessobrunner Gebets vor, datiert um das Jahr 800. Das habe ich bei den Menschen als größtes Wunder erfahren, dass es die Erde nicht gab und nicht den Himmel. Es gab nicht den Baum und auch nicht den Berg. Es schien nicht ein einziger Stern und nicht die Sonne. Es leuchtete weder der Mond noch die glänzende See. Als es da also nichts gab, was man als Anfang oder als Ende hätte verstehen können, gab es schon lange den einen allmächtigen Gott, den Reichsten an Gnade. Ja, das ist doch ein ganz bezaubernder Anfang unserer Literatur, oder? Ja, also vom Jahr 800 springen wir in die Gegenwart und ich frage mich, was ist denn wohl der jüngste Text, der neueste Text? Der ist wahrscheinlich noch gar nicht geschrieben und vielleicht entsteht er gleich, wenn ihr Stift und Papier nehmt und einen eigenen Gedanken und etwas Literarisches formuliert. Und wenn ihr mögt, dann schickt mir doch euren Text an info@seeundsterne.de und ich bin sehr gespannt und freue mich unglaublich auf eure Texte. Und ja, antworte euch natürlich sehr gerne, wenn wir den Bogen spannen vom Jahr 800 in die Gegenwart, so wie auch hier in Keitum am Watt, vom Haahoog zum Hier und Jetzt. Also, habt einen schönen Tag, genießt den Augenblick und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.